Hallo meine Freunde, mal wieder eine ganz kurze Aufklärung. Ich bin schon wieder kritisiert worden. Wie kann ich denn sagen, dass die Altparteien undemokratisch sind? Das ist ganz einfach. Ja. Demokratie bedeutet, ja, das Volk ist der staatliche Souverän. Wir wählen unsere Volksvertreter, weil sie unsere Wünsche umsetzen sollen. Und wenn sie das nicht machen, ja, als Beispiel, zum Beispiel die Grünen haben gesagt, man liefert nie Kriegswaffen, schwere Waffen, man will keinen Krieg. Und dann im Nachhinein sagen die, ja, Waffen, 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 mit Waffen können wir Frieden schaffen. Ja, oder der Lindner, der Oberverräter, ja, den ich als CDU-Mann sogar gewählt habe bei den Bundestagswahlen, weil ich Laschet nicht wählen konnte, der hat uns ja komplett verraten. Vorher hat er gesagt, es gibt mit uns keine Impfpflicht mit der FDP und dann gleich umgekippt. Ja, also wenn gravierende Dinge, die man uns versprochen hat, nicht erfüllt werden. Dazu kommt ja noch, nachdem sie gewählt worden sind, müssen sie ein Amtseid ablegen, ja, wo sie nochmal ganz genau schwören, dass alles, was sie machen, für das Beste für uns Bürger sein soll. Und das machen sie nachweislich nicht. Also verstehen die nicht Demokratie. Und sind keine Demokraten. Deswegen ist es schon richtig, wenn ich sage, das sind Antidemokraten. Ja? Und die einzige Partei, die das verspricht, die dann natürlich in eine Pflicht kommt, ist die AfD. Und daher ist es aktuell für mich die einzige demokratische Partei, weil wenn man das, sich das 10-Punkte-Programm durchliest, erkennt man 100%ige Demokratie mit der Steigerung einer Volksabstimmung, das ist Demokratie. Und daher ist die einzige demokratische Partei aktuell die AfD. Ja. Und wir von der Werteunion, wir kämpfen immer noch, dass die CDU, die ja auch mal demokratisch war, die Partei der Sicherheit und der Wirtschaft, dass sie wieder aufwachen aus ihrem Tiefschlaf. Darum sind wir bei der Werteunion eigentlich noch bei der CDU. Weil wir noch eine kleine Hoffnung haben, dass sie wieder lernen, was Demokratie ist. Ja, und die einzige Alternative, das sage ich nochmal, als CDU-Mann, als jemand, der Fairness und Gerechtigkeit gelernt hat, ist die einzige Alternative die CDU und die AfD für Deutschland, für ein besseres Deutschland. Da wollen wir wieder zurück. Wir waren mal ganz, ganz weit vorne und jetzt sind wir ganz, ganz unten. Daher Schwarz-Blau, euer Michael Kur von der CDU.